Let's play RimWorld. Es geht weiter. Ich fahre bald in den Urlaub. Ja, aber wenn diese Folge hier kommt, weil ich so viele RimWorld-Folgen habe, oh, die ich alle noch benennen muss, ich muss den ja, oh, für den Urlaub muss ich das noch alles vorbereiten und es ist schon so spät. Warum mache ich denn noch eine Folge? Ach, weil es so viel Spaß macht. Ach, ach, ich weiß auch nicht, warum im Chat alle schreien. Pro-Tipp, nimm nicht die Kreditkarte, ja. Kann ich dir gleich zwischen den, sage ich dir zwischen den YouTube-Folgen, okay? Ich will das jetzt hier nicht in der. Also momentan, nein. Anita putzt hier unseren Laden, das ist schön. Der arme Franz, kann der mal. Jetzt erntet er schon wieder die Rauchblattpflanzen. Die Dinger sind echt geil, ne? Da wächst das Zeug ja wie Hulle. Bald haben wir wieder neue Heilwurzel. Wieso macht denn eigentlich niemand Medizin? Habe ich doch hier aufgegeben. Stelle für immer Medizin her. Wer wäre denn dafür verantwortlich? Ayaki? Ayaki strickt Stahl. Was ist denn das hier für eine Aufgabe? Warte mal. Ein Arbeitstisch. Wer hat das denn eben gemacht? Kazumi? Oh, Sonnenfinsternis. Unangenehmski. Oh, zwischen den Folgen überlegen wir uns einen Folgennamen und schreiben ihn gleich auf. Ja, das ist. Ich habe hier sogar so einen Zettel liegen. I shit you not. Warte. Wollte ich mal anfangen. Da ist ein Zettel. Man kann dir sehen. Wollte ich immer aufschreiben, wie heißt welche Folge? Das hätte mir voll viel Arbeit gespart. Kinder, guckt mal bitte. Veniamin McPherson sagt uns Bescheid. Er wird von Piraten verfolgt. Ich hätte gerne noch einen neuen Siedler. Aber dann müssen wir gegen die kämpfen. Aber Kazumi kann schießen. Also wir sind halbwegs bewaffnet. Was sagt ihr? Chat. Stimmen Sie jetzt ab. Ich bin dafür, Sicherheit zu bieten. Oxtafuchs sagt, nimm ihn auf. So, jetzt müssen wir kurz warten, bis hier der Delay durch ist. Was muss ich denn eigentlich gleich noch machen? Ich muss das noch bezahlen. Aufnehmen, einer mehr ist immer gut. Warum nicht? Okay. Notfalls ist Franz schuld, natürlich. Dafür bin ich ja da. Wir haben ja auch schon fast unsere Sachen hier vorbereitet. Wer den Hebel nicht zieht, ist auch da. Steht der Beruf dort? Nein, Refugees Welcome, genau, ist eigentlich auch ein guter Einstieg. Okay, wir bieten Sicherheit. Boah, der ist voll die Kante, guckt euch den mal an, ey. Der ist bestimmt voll die Maschine. Der trägt momentan eine überlegene Stoffmütze. Achso, nee, die will er sich holen. Okay, wir gucken, es ist wieder Zeit. Boah, Alter, ist der lange durchs Weltall geflogen. 900 sind erst 935 Jahre durchs Weltall geflogen. Und er kann der neue Konstrukteur werden. Oder Landwirtschaft. Perfekt. Der kann Konstruktion und Landwirtschaft. Das ist, dann kann der Franz unterstützen. Das ist ideal. Weil Franz brennt für Konstruktion. Dann kann der das beides machen. Super. Was ist der denn für ein Schrank? So, er war ein Convent Child. Er ist von einem klösterlichen Konvent, also von Nonnen gekauft worden. Der musste viel arbeiten und wurde hart unterdrückt. Der Arme. Und danach war er ein Siedler. Deswegen kann er alles. Er ist depressiv. Oh nein. Permanenter Einfluss auf die Stimmung -12. Na, herzlichen Glückwunsch. Neurotisch, das heißt, er arbeitet mehr, aber bricht schneller zusammen und ist träge. Das heißt, er arbeitet langsamer. Okay, neurotisch und träge gleicht sich aus. Er ist also nur. Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
Oh ja, Strom. Oh ja. Wenn wir GPI nicht hätten, ey. Stromknappheit incoming. Du hast völlig. Obwohl, noch sieht es ganz gut aus. Die beiden Windräder machen, glaube ich, ganz gut. Machen ganz gut Alarm. Und leider kein Arzt. Hab selber einen Pazifisten, der ist auch Arzt. Moment. Ja, der findet sich wirklich nicht zurecht. Das ist kein Wunder, dass der depressiv ist, ne? So, dann müssen wir jetzt mal gucken, wo jetzt die Piraten ankommen. Die müssten ja hinter ihm hergedackelt kommen, oder? Na? 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 Liebe Piraten? Kommen die erst, wenn er sich jetzt hier näher eingezogen ist, oder was? Ah, Franz pflanzt endlich Bäume. Das. Da sind sie. Gott, ich habe so Angst. Oh, die haben. Okay. Die haben Schutzschilde. Das ist natürlich nicht so cool. Okay, die greifen unsere Verteidigungs. Entzündet Windturbine? Doof. Blöderweise sind unsere Verteidigungsanlagen hier oben natürlich noch nicht fertig. Aber wir könnten sie natürlich. Wo wäre die jetzt? Ah, hier hat sie bestimmt keinen Strom, ne? Hier hätte sie ja noch Strom. Oder hier so. Aber dann haben die da oben Deckung und die, das Geschütz nicht. Ah, hebt deine Truppen aus, ja, auf jeden Fall. Ruf doch am Funkgerät nach militärischer Hilfe. Oh. Wir könnten das ja hier hinstellen. Dann passt das Ding halt auf die Turbinen auf, ne? Müssen wir gucken. Greifen die sofort an? Oh ja, die kommen. Okay, Moment. Okay, Franz versucht das Moped noch dahin zu bringen. Hätten wir jetzt mal schon die Mauer fertig. So, die könnten wir sogar. Obwohl, wenn sie nah genug kommen. Okay, aufregend. Lyons hat eine Pistole. Geh du doch einfach auch mal hier hinter dem Geschütz in Deckung. Der Cruz kann gar nichts. Das heißt, die geht einfach in den Aufenthaltsraum und passt auf. Anita? An Anita? Okay, also ich soll das Geschütz lieber nicht. Ach, das ist ja okay, das Geschütz lieber nicht wegbringen. Die hat Fernkampf und Nahkampf. Haben wir noch was zum Schießen? Wir haben noch einen Langbogen. Anita, du schnappst dir den Langbogen. Kazumi, ah ja, Kazumi ist auf jeden Fall ein Kämpfer. Geht dahin. Roger ist auch ein Kämpfer. Dahin. Sayaki ist auch ein Kämpfer. Hierhin. Jana. Sich zumindest schon mal bewaffnen, ne? Urantaschenmesser. So, und MacPherson. Ach, der kämpft nicht. Okay. Dann würde ich sagen, stellen wir das Turret hier hin. Dann kann der nämlich mit den anderen zusammen dahin gehen. Kommen die Schweinebande? Da kommen sie. Okay, der will jetzt gerade als erstes die Granitwand abreißen. Das möchte ich nicht. Du chillst hier lieber im Aufenthaltsraum, wenn du schon Pazifist bist. So, da oben geht's los. Was machst du? Okay, die greift da oben die doofe Wand an. Das ist mir egal. Hey! Blöde Kuh! Oh nein, oh nein, oh nein! Arme Truthahn! Ja, das müssen wir jetzt durch. So, Franz schafft's. Oh nein!
Okay, ich habe ein bisschen Angst, es geht los. Oh, wir haben aus Versehen. Boah, das geht aber echt ganz gut hier. Okay, ich habe ein bisschen das Gefühl, wir haben alle unsere Tiere erschossen. Ich hoffe nicht den Direwolf. Direwolf geht's gut, okay. Ja, schick deine Tiere zum Beispiel in den Garten, ja. Oh Gott, ich kann nicht hinsehen. Wir haben es gut geschafft. Also sie haben leider... Oh nee, der Truthahn hat sogar überlebt. Wir können natürlich noch die ganze Bagage hinterher schicken. Denn so schnell ist die nicht. So, und vielleicht hat die sogar schon mal einen Hit abbekommen. Kann Roger die gefangen nehmen? Nee, kann sie nur... Ach, scheiß Schild, ey. Packt sie euch! Egal, haben wir geschafft, Kinder, haben wir geschafft. So, alle können ihrem Tagwerk nachgehen. Wie aufregend. Oh, Sachen diplomatisch lösen, ja, das wäre eine schöne Sache. Ich glaube, es kann nur eine einzelne Person Leute gefangen nehmen. Ja, ich hatte ihn doch extra ausgewählt, oder hatte ich das vergessen? Sayaki? You stupid? Du bist jetzt nicht hier draußen. So, wir gucken mal kurz, wofür brennt Franz? Franz brennt für Konstruktion, das heißt... Franz ist jetzt erstmal Bauarbeiter. So, und McPherson ist alles auf 1. Tierpfleger bist du gar nicht, Monsieur. Bauarbeiter bist du im Notfall. Annika auch. Und du bist Prioritäts... So. Ja, das sieht gut aus. So, jetzt kannst du anfangen zu säen, Monsieur. Oh, der hat kein Zuhause. Oder? Dann kann er da schlafen. Das mit dem Gefangennehmen habe ich auch immer noch nicht ganz gerallt, muss ich gestehen. Oh, wir müssen noch... Oh nein, Truthahn 1 ist tot. Aber ihre Eier werden fortdauern. Aber das hat ganz gut funktioniert, ne? Blöderweise, ich hätte die Tiere wegschicken müssen, da habt ihr völlig recht. Jana, wo du gerade hier bist, ich weiß, du findest das bestimmt total doof. Aber zieh die Leute mal kurz aus. Dass die halt genau in die Tiere geballert haben, das war halt nur so mittelgut, aber... Gar nicht so schlecht. So, aber kannst du den... Nee, können sie nur essen. Haben wir kranke Tiere? Oh ja. Hat gut was abgekriegt. Hat schon viele Viecher was abgekriegt. Ah, wird schon gehen. So, wir spulen eine Runde. Dann kann Franz sich jetzt auch endlich darauf konzentrieren, die Mauer zu bauen. Gut. Ich habe meinen Schuh verloren. Das war anstrengend. So.
So, dann brauchen wir noch einen neuen Raum, ne? Ich höre Klatschen und Hupen. Moment, Moment, Moment. Was ist hier passiert? Kinder, das müssen wir doch hier würzigen. Lina Sonnenblume. Für den Verwirr-Franz. Vielen, vielen Dank, liebe Lina, für diese großartigen 12-Euro-Mark. Ich werde mir davon im Urlaub ein zweites Eis kaufen. Sehr geil. Vielen, vielen Dank. Das hilft mir enorm, das regelmäßig zu machen. Und das wollen wir doch alle. Wenig Nahrung. Was soll das denn? Viel Nahrung. Utan 3 kann wieder laufen. Okay. Allianz behandelt alle Tiere. Ach, es ist Sonnenfinsternis. Ach ja, hatte ich schon wieder vergessen. Aber wir haben noch relativ viel Strom in den Batterien. Ah, der Lacruz schleppt die Leichen in die Leichenkammer. Perfekt. Oh, die kann der Dackel essen. Sehe ich das richtig? Dass der müsste die doch jetzt fressen, oder? Das ist doch in seinem Gebiet. Na, Franz kümmert sich hier um die Wand. Wird ungefähr 1 Million Jahre dauern. Aber dann wären sie zumindest hier oben schon mal nicht durchgekommen, ne? So, McPherson macht hier. Kümmert sich um unseren Wald, das finde ich auch gut. Dann kann Franz sich endlich aufs Konstruieren konzentrieren. Und da drin hat er nämlich 2 Mopeds und das ist richtig gut. Wenn ich noch irgendwen mit irgendwo 2 Mopeds, sie in Sozial, das ist nicht schlecht. Er in Fernkampf ist auch gut. Azumi ist auch voll der Handwerker. Sayaka muss eigentlich auch mehr kämpfen. Die hatte nur das doofe Gewehr. Eigentlich müssten wir der mal. Jana brennt für Tiere. Müsste man vielleicht alles mal mehr durchdenken. Kazumi, was machst du? Ah, stellst. Keine Materialien? Moment. Was braucht man denn für Medizin? Kräutermedizin? Ach, dafür braucht man Neutramin. Das wusste ich nicht. Das ist ja doof. Oder, Moment, wo stellt man denn Neutramin her? Kann man Neutramin anbauen? Kinder, woher kriege ich Neutramin? So sagt es mir, bitte. Psychoid. Rauchblatt. Wo kommt Neutramin her, Kinder? Wäre sehr spannend zu wissen. Kaufen. Ach, toll. Alpaka 3. Was machst du denn hier? Husch raus mit dir. Und Hase 2 auch. Alter, was ist denn hier mit der Tierzähmerei los? Jana ist auch gut im Tiere zähmen. Ach komm, dann kann. Sagen, Jana kann dann auch mit zähmen, wenn die da drin so gut ist. Ah, er zähmt Dulce. Den neuen habe ich schon vorgestellt, Typ, ja. Direkt als er gekommen ist. Oh, Truthahn 4 hat sich erholt, wie schön. Oh, wir haben neue Truthahn-Eier. Yeah, Training erfolglos, verdammt. Wir schaffen das noch. Wir brauchen mehr Hundeartige, ne? Mal gucken, ob hier noch was rumspringt. Nochmal wieder jagen. Ein bisschen Angst bei den Boomeloops in der Nähe zu jagen, weil unsere Leute alle so schlecht schießen. Geist 1 hat sich vollständig erholt. Geil, haben sie als Kugelfang gedient und das dann auch noch weggesteckt. Ne, okay, also wenn wir nochmal einen Wolf sehen, wird er auf jeden Fall hart abgezähmt.
Ein alter Bär? Bringt der was? Ist der schwer zu zähmen? Wir probieren es mal. 15 Jahre alt. Wie lange lebt denn so ein Bär? Lebenserwartung 22. Ja, easy. Dann lebt er noch 7 Jahre. Kein Problem. Oh, McPherson, was ist los? Oh, Scheit. Hab ich dir... Nö. Warum bist du denn so traurig? Einfach nur, weil du depressiv bist. Hat eine leckere Mahlzeit gegessen, ist vergnügt. In Dunkelheit, ja, da muss er jetzt durch. Boah, das wird Jahre dauern, bis Franz diese Mauer fertig hat. Wirklich Jahre. Dafür müsste der... Oh, wir sind... Oh, wo sind wir auf komprimierten Stahl gestoßen? Macht sie eh schon. Sehr gut, Jana. Boah, wir haben so viel Stahl, das ist so geil. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen, ja, außer Franz. Wow, da sind sie! In der angekommenen Besuchergruppe sind Verwandte deiner Kolisten oder Gefangenen. Grenadier Kenzo ist der Vater von Leon. Geil, das können wir richtig abhandeln. Oh, vielleicht können wir die Dackel... Reitet der auf dem Hund? Mega gut. Und unsere Truthähne erholen sich halt wie die Großen, ne? Machen unsere Truthahneier. 96%. Kriegt der Lacruster durch die Gegend? Pack mal die Eier weg, der Lacruster. Ich hab da Angst. Freelancer. Bei mir liegen gerade 5 Kolonisten mit Hitzschlag im Bett und der Hund eskaliert zwischen den Betten. Weiß ich was auch. Sag, ja. Ja, Lassie soll sagen, wo die Kinder sind, die in den Brunnen gefallen sind. Ach, Katsumi geht ein bisschen jagen. Ach, Katsumi brennt halt auch total auf. Wie ihm den Befohlen niederzuschießen. Hallo? Ach, da unten den Tutan. Anita! Sind unsere Gäste schon da? Kommen sie. Oh, ich hab so Bock zu handeln. So, Anita putzt noch ein bisschen. Der Raum hier ist so geil. Eindrucksvoll, reich, sehr geräumig, schön und sauber. Der ist echt ein Kracher. Und wir haben so viel Shit zu verkaufen, ne? Das sieht wirklich, was ist das denn für eine Hundearmee? Und die haben eine Kuh! Alter, können wir die kaufen? Das ist der Wahnsinn. Ich wollte immer schon eine Kuh haben. Ich will die alle haben. Ich möchte das alles kaufen. Wir warten jetzt. Wir gucken mal, ob die reinkommen. Anita, mach schön alles sauber. Anita, schön sauber machen, ne? So, ich hoffe, die kommen, begrüßen uns. Das mit der Batterie habe ich nicht gelesen. Was ist da? Dass die leer wird? Oder ist sie kaputt? Okay, die eilen jetzt hier rum. Wir handeln jetzt. Alter, was ist das denn für ein Rudel? Die haben 2, 4, 6, 8 Hunde dabei. Okay, also Priorität hat Plaststahl, ne? Alter Lachs. So. Was habt ihr dabei? Ein Haufen Labrador-Retriever. Ich will auf jeden Fall die Kuh haben. So, das ist auf jeden Fall schon mal, das ist fertig, entschieden. Ah, okay, die Batterie wird leer. Jetzt habe ich verstanden, was ihr von mir möchtet. Okay. Ich würde sagen, die doofe Geiß, die braucht kein Mensch. Bei den Hasen braucht auch kein Mensch, wenn die haben. So. Wir möchten auf jeden Fall eine Kuh haben. Ihr könnt jetzt übrigens schreiben, was ich noch kaufen soll, ne? Unser uraltes Alpaka. Obwohl, das ist ja vielleicht gar nicht so schlecht. Da ist Neutramin. Geilo, und damit können wir Medizin machen. Oh, oi, oi, oi. Und was habe ich hier? Oh, oh! Ich dreh durch, ey. Richtig, ich habe den Plaststahl vergessen. Aber okay, wir gehen das jetzt von oben durch. Was will ich auf jeden Fall haben? Hier sind die Sachen, die haben. Oh, Schokolade, das finden die Leute bestimmt. Hoffen wir mal ein Schokolade, damit ich mir das merken kann. Ich möchte auf jeden Fall eine Kuh haben.
Was für eine Lebenserwartung hat die Kuh? Die ist 4. Die wird 22. Mega gut, dann bauen wir da einen Stall. Boah, wird so schön. Leckere Mahlzeit. Insektenfleisch. Mhm, das ist immer günstig. Warum ist denn das Insektenfleisch so günstig? Wolffleisch. Ich will auf jeden Fall ein befruchtetes Kobra-Ei. Also da könnt ihr euch im Kopf stellen. Will ich halt haben. Es sei denn, jemand weiß im Chat, was passiert, wenn man so ein Ei ausbrütet. Ist das dann automatisch unser Freund? Ich will nämlich immer schon interessierte Kobra haben. So, Bauteile würden auch nicht schaden, aber Neutramin brauchen wir auf jeden Fall mal eine Menge. Weil daraus können wir aus Billo-Medizin richtige machen. Insektenfleisch gibt minus, okay, Insektenfleisch gibt minus 3 beim Essen. Wir haben Medizin dabei, Flake, ja. Oh, cool, wir können unsere Drogen verkaufen, das ist natürlich geil. Ihr könnt unser gesamtes Wake-up haben. Unsere gesamten Joints. Unser Flake von mir aus auch. Und unser Yao auch. Wollen wir ja nicht. Plaststahl! Kinder! Plaststahl! Es ist alles schön! Wie viel brauchen wir? Brauchen wir erstmal 20? Müsste gleich nochmal gucken. Wisst ihr das? Kann das mal zufällig jemand nachgucken? Wie viel Plaststahl man braucht für diesen. Also, wie viel man davon überhaupt braucht? Da bräuchte ich mal einen Tipp. So, hier, das ganze Crap-Zeug können die auch haben. Haben wir denn hier noch alles, ey? Oh, man kann Betten verkaufen. Cool. Weg damit. 50 für den Analysator. Ach, krass. Okay. Den habe ich mit Emil übrigens letztens gesehen. Der Antipsychofolienhelm ist tatsächlich, quasi hier der Aluminiumhut. So, jetzt haben wir unseren ganzen Crap verkauft. Alter, wir brauchen 50 Plaststahl. Das können wir uns doch. Doch, können wir uns leisten, okay. Okay. So, was könnten wir denn noch verkaufen? Stahl, ne. Hopfen möchte ich auch behalten. Die YouTube-Folge müsste gleich zu Ende sein. Ja, auf jeden Fall. Ich will nur gerade hier den Handel abschließen. Sind wir 28 Minuten? Ah, okay. Na gut, dann noch nicht. So, was brauchen wir noch? Theoretisch, also Bauteile schaden eigentlich nie, ne? Habt ihr noch was gesehen, was wir unbedingt brauchen? Wir könnten natürlich auch noch einen Truthahn verkaufen. Also ja, ich hänge an den Viechern, aber hier den Truthahn 2, der hat gerade Eier gelegt. Ich würde sagen, den verkloppen wir einfach. So ein Retriever wäre nämlich eigentlich auch ganz geil, ne? Der kann nämlich auch tragen und so Sachen machen. Gucken, dass er nicht krank ist. Ne, dem geht's super. Aber das müssen wir bei der Kuh noch gucken übrigens. Ne, die ist auch gesund. Also hier, den würde ich prinzipiell auch noch kaufen wollen. Das ist hier gerade der super, super Shopping-Ausflug. Und hier das 12-jährige Alpaka. Obwohl, das schadet hier eigentlich nicht, ne? Hol dir vielleicht einen Hund, ja genau. Ein Alpaka. Das wird nur 15. Ist schon 12. Dann zählen wir uns einfach ein neues, wisst ihr? So, ein bisschen Schokolade finde ich eigentlich ganz geil. Wollen Retriever bekommen auch mehrere Welpen auf einmal. Bräuchten wir noch einen. Hier, den 4-jährigen. Dann müssen wir noch mehr verkaufen, dann sind wir auch komplett pleite.
Oh, Jade verkaufen. Gar nicht doof. Wenn wir Jade verkaufen. Gold kaufen ist übrigens, glaube ich, auch gar nicht doof, ne? Ich meine, irgendwas könnte man damit doch machen. Königliche Betten und so, ne? Okay, dann verkaufen wir noch den schäbigen Staubmantel. Den schlechten Parker. Schlechte T-Shirt, das gammelt eh bald weg. Okay, also das sind Richtwerte. Also die Mützen würde ich gern behalten tatsächlich, weil bald ja, irgendwann kommt ja der Winter. So, da wäre Jade. Ja, die ist 1 Dollar wert. Also dafür würden wir 175 Dollar kriegen. Du kaufst Neutramin und verkauf was an Medikamenten. Oh, auch gar nicht. Ja, ist jetzt gerade mal hier ein bisschen tough, ey. Die haben ja alles. Könnten wir für 10 das Stück verkaufen? Und wir kaufen Luciferum. Ich glaube, es gibt keine Golden Retriever. Ich glaube, es gibt nur Labradore hier. Neutramin kaufe ich 20. Und wir machen halt plus, ne? Also, es kostet 7. Und wir verkaufen Medizin für 10. Verkaufen wir 6 davon. Haben wir noch 10 für Notfälle und können uns 20 generieren, oder? Oder? Wir verkaufen 11 und kaufen dafür noch 5 Neutramin mehr. Ne, das war falsch rum. Alter, das ist jetzt aber eine Menge Zeug, ey. Das ist eine Menge Holz. Da muss ich ja noch eine Folge machen. So, hat noch jemand Einwände gegen diese Geschichte? Wie wir das alles einsetzen, liebe Menschen, das gucken wir uns in der nächsten YouTube-Folge an. In diesem Sinne, bis dann. Ja?